So Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin hier in Garel zum Seminar gefahren und ich wollte euch mal wieder eine kurze Rundtour machen oder zeigen von dem Hotel, von einem Hotelzimmer hier in Garel. Da hängt schon mal eine Jacke über einen Stuhl, Koffer, dies, das. Ja, hier Eingangsbereich, nichts Besonderes. Eigentlich Standard. Kleiner Safe, Bademantel, Schlappen, Badehandtücher und so weiter. Das ist eine geile Wellness. Und Sauna-Oase im Hotel, die man nutzen kann. Weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Wie gesagt, bin zum Seminar hier, Bügel, dies, das. Alles am Start. Ja, Fluchtplan darf natürlich auch nicht fehlen. Hier vorne direkt im Eingangsbereich. Da befindet sich dann auch gleich das Bad. Schön mit einer Glas-Schiebetür, Spiegel-Schiebetür hier zu verstecken. Ja, gleich das Bad, schöne Dusche. Sieht auch schön groß aus, schöner Eingangsbereich hier. Ah ja, nach außen aufmachen. Genau, ah ja, da ist auch. Sehr schön. Schönes großes Waschbecken mit Ablagefläche. Kleine Geschenke. Nein, Quatsch. Nagelfeile haben wir hier drin. Was haben wir hier? Vanity Set, Shower Cap, Duschgel, dies, das. Passt soweit. Ganz vernünftig. Ja, Schwingspiegel für die Damen des Hauses. Föhn nach Bedarf, wer benötigt. Ja, ansonsten hier schönes großes Doppelbett. Werde natürlich nur eine Seite benutzen. Bin ja alleine hier. Aber mit der Frau wäre das natürlich besser und schön. Bombe. Ja, was darf natürlich nicht fehlen in so einem Zimmer? Schöner großer Fernseher. Flat Screen an der Wand. Sehr geil. Ja, wie ihr seht, Corona immer noch da am Start. Aber schöner Schreibtisch noch, wo noch ein bisschen Ausarbeitung getätigt werden kann am Abend. Vorbereitung für den nächsten Lehrgangstag. Passt soweit. Ja, was haben wir hier? Hier müsste, genau, Schrank drin sein mit Kaffeemaschine, Kaffee, Tee, Sorte. Hier eine kleine Minibar. Nichts drin, außer ein Glas Wasser. Die muss nochmal aufgefüllt werden, ist klar. Und ansonsten, jo, gemütlicher Stuhl nochmal kurz chillen. Aber den Blick nach außen. Eigentlich schöne Gegend hier an der Talsperre direkt. Wenn es nicht regnen würde, kann man hier schön spazieren gehen und kann schön die Natur, The Nature genießen. So, seit langem mal wieder eine kleine Roomtour, Mini-Roomtour, besser gesagt, auf meinem Kanal. Wenn ihr Bock habt, lasst einen Daumen da, schaut die anderen Videos, schaut auch in die Videobeschreibung, da verlinke ich nochmal das eine oder andere Video von mir. Und ansonsten in diesem Sinne sage ich Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!